Der Film 24 Wochen ist der einzige deutsche Beitrag im Wettbewerb der Berlinale. Und es ist ein Film, für den man, ja, früher hätte man gesagt, Nerven braucht. Vielleicht braucht man sogar Knochenmark. Vielleicht braucht man sogar moralische Fasern, die sich anspannen dabei. Wir haben ein Loch in Vorhofscheidewand. Das ist in diesem Bereich. Wir haben eine gemeinsame, nicht getrennte Klappe. Und haben wir ein großes Loch in Kammerscheidewand und Vorhofscheidewand. Hier im unteren Bereich nehmen wir ein Gore-Tex-Material. Julia Lentsch spielt eine Mutter, deren Kind zunächst per Diagnose vor der Geburt mit dem Down-Syndrom diagnostiziert wird. Und dann stellt sich später heraus, dass es auch noch Löcher im Herzmuskel hat. Meinst du, er kann alleine sein Zimmer aufräumen? Oder essen? Allein duschen? Und sie steht vor der Entscheidung, ob sie diese Schwangerschaft abbrechen will, ob sie diese Schwangerschaft abbrechen muss. Und der Film begleitet das bis zum Ende. Ja, man kann sagen, er begleitet es übers Ende hinaus. Als Kind habe ich manchmal mit einem Downy gespielt. Ja? Hm. Downy? Darf man das überhaupt sagen? Na klar. Mongo darf man nicht sagen. Obwohl wir Eltern dürfen, glaube ich, alles sagen. Ich habe sehr starke Reaktionen da drin gesehen. Ich habe selber eine sehr starke Reaktion darauf gehabt. Ich glaube, dass es ein sehr mutiger Film ist. Astrid, wie stellt ihr euch das denn vor? Du, ich weiß es auch noch nicht. Dann lernen wir es eben. Hm? Mit Neda, das geht. Aber so ein Kind, das ist ein Fulltime-Job. Es sind auch Leute rausgegangen und es sind Leute drin geblieben. Aber man hat wenig bisher gesehen in diesem Wettbewerb, das einen so wenig in Ruhe gelassen hat wie dieser Film.